Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen. Der Tag beginnt. Wir schauen, was an Infos mitbringt für uns. Für ein Kollektiv, das mit dieser Botschaft in Resonanz geht. Das ist schon mal gut. Wir haben hier einen glücklichen Ausgang in der Mitte. Irgendwas wird gut gehen. Etwas, das uns beschäftigt hat, ob es wohl Konsequenz hat für uns, die wir tragen müssen, findet hier zu einem guten Ausgang. Ich habe, dass wir ein bisschen so mehr Verbindung brauchen zur Natur, dass wir in der Natur ja auch immer wieder sehen, wie die Dinge aufeinander aufbauen, die Jahreszeiten, die Wochen, die Mondphasen, Zyklen, alles stirbt und wird wieder neu. Und so auch hier, ne? Guck in der Natur, wie das läuft. Und erkenne da, dass du dich auch wieder zu was Gutem entwickelst, egal was hier gerade ist. Die Natur macht es uns sozusagen vor. So, guckt mal. Wir erwarten im Kopf auch, dass das, was wir hier vielleicht aushalten gerade oder wo wir denken, da geht es nicht weiter oder es könnte blöd für mich laufen, da haben wir hier schon die wundersame Genesung drauf und die Vorstellungskraft in uns tickt richtig hoch. Man kann praktisch an das Schlechte denken, man kann an den guten Ausgang denken. Aber hier ist die Grundstimmung einfach schon positiv und dieses immer wiederkehrende, das kennen wir alle, ne? Irgendetwas ist, man hat Schiss, dass etwas nicht gut ausgeht. Manchmal gehen die Dinge Wochen, bis man weiß, was Sache ist oder wie es weitergeht. Und hier geht es darum, da fokussiert zu sein, eine andere Perspektive einzunehmen, auf die Natur, an der Natur sich ein Beispiel zu nehmen, von einer höheren Perspektive aus ist auch nicht so die Begrenzung da, die man mit dem Verstand immer macht, weil man sich so gar nicht vorstellen kann, wie schön was wird, aber wir können uns immer ganz gut vorstellen, wie blöd was wird, ne? Also das sind auch so zwei Dinge, wo ich denke, ja, immer diese Szenarien, wo was nicht ausgeht, das kann man sich ganz gut ausmalen. Und auf der anderen Seite eben die Szenarien, wo man eben auf wundersame Art und Weise eine Richtung kriegt, die man nicht erwartet. Ich habe das Reflektieren hier sehr stark. Also ich glaube, hier hinterfragt man sozusagen seine ganzen Einstellungen, wenn sich Herausforderungen ins Leben einschleichen. Wie geht man damit um? Auch das Reflektieren, was habe ich mir in der Vergangenheit schon Sorgen gemacht, die alle unnötig waren? Wie viel Zeit habe ich damit verbracht, anstatt auf den normalen Zyklus und den Rhythmus zu bauen, den es eben nun mal gibt. Auch wenn wir fallen, dann geht es wieder nach oben. Und aus der eigenen Sicht möchte man hier tatsächlich voran. Und zwar ohne dieses Gespinst im Kopf, das einem sagt, ja, immer wenn ich vorwärts gehe, falle ich wieder hin. Möglicherweise kann man hier auch mal fokussieren, wie man einfach furchtlos voranschreitet. So wie
mit der Machete in der Hand durch den Dschungel und man schlägt sich den Weg frei und man kommt gut durch. Ja, wir haben hier sogar, dass das Außen unseren positiven Erwartungen entspricht. Also wenn es irgendetwas gibt, wo das Außen oder Situationen, Personen mit da verbunden sind, haben wir echt gute Möglichkeiten, dass die Erwartung auf genesende Energie oder auf das, was uns siegen lässt, irgendwo den Weg freiräumt, die wird hier vom Außen kommen. Viele haben vielleicht die Befürchtung, dass sie am falschen Platz sind oder dass sie an einen anderen Platz wollen, irgendwo im Leben oder auch auf der Erde an einen anderen Ort. Und zugleich die Befürchtung davor, einen Platz zu verlassen, den man schon kennt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einem hier der Wind der Veränderung um die Ohren bläst und dass dieser Wind den Weg auch freiräumt. Und wir dürfen hier, wenn wir hier oben ankommen, tatsächlich haben wir viel auf die innere Führung gehört und es wird sich eine Energie einstellen, bei der wir uns Zeit nehmen können, uns zu erholen auf dieser Wegstrecke. Hier geht es viel um das Innen. Ne? Wir haben die Innenschau, die innere Ehrlichkeit und die innere Führung. Also bleibe hier bei dir, verbinde dich mit der Natur, richte dein Bewusstsein so aus, dass es so ist, dass man alles schaffen kann und dass man tatsächlich die Macht der Gedanken auch nutzen kann, etwas leichter voranzukommen. Anstatt immer ne, mit aber und das schaffe ich nicht und. Es gibt eben Zyklen im Leben. Manchmal ruht man, manchmal ist man aktiv. Ich habe hier mit dem uralten Wald noch das Thema Gemeinschaft. Das Gefühl, dass man nicht alleine dasteht. Überall gibt es Hilfestellungen, die man eben auch wieder wahrnehmen muss. Und es gibt auch dieses Ding, dass man sich unterstützen lassen darf und kann. Möglicherweise steckt auch da ein Glaubenssatz dahinter. Ne? Ich muss alles selber machen, mir hilft keiner, sowas alles. Ne? Baue hier auch auf Wahlverwandtschaft oder auf deine besten Freunde. Finde so dein Netz, das dich umgibt und lass dich mittragen. Und das Thema Hilfe annehmen ist ja in vielen auch im Innern. Deshalb haben wir ja auch das viele Innen so ausgeprägt, dass man denkt, ich fange erst gar nichts an, das schaffe ich alleine nicht. Und um das geht es irgendwie. Ne? Guck dir die Natur an, wie sich alles immer wieder regeneriert. Und hindere dich nicht selber. Wir haben dieses furchtlose Voranschreiten in unserem eigenen Haus. Ne? Das heißt, wenn ich nicht vorangehe, dann habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich es alleine nicht schaffe. Aber hier kommt von außen die positive Erwartung, die erfüllt wird. Das heißt, hier wird man mitgetragen und kann so gemeinsam einen Weg gehen, der dich vielleicht auch an ganz andere Gefilde bringt. Spannend. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag zusammen. Ich drücke euch bis bald.